Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie man sich dieses Teil hier selber bauen kann. Das ist ein sogenannter Mittelfinder, damit könnt ihr die Mitte von eurem Brett markieren. Und wofür das gut ist, wie man den benutzt, seht ihr am Anschluss vom Video. Übrigens, die neu auf dem Kanal sind, das ist extra so ein Zwischenprojekt, das habe ich dazwischen geschoben. Zwischen hier dieses große Projekt, da baue ich einen richtig massiven Stuhl, sowas wie einen Sessel. Wenn du das Projekt nicht verpassen möchtest, folgst du am besten dem Kanal. Das wird es ungefähr in einer Woche geben. Jetzt aber los. Ich brauche für das gute Stück jetzt erstmal ein Stück Hartholz. Hoffentlich habe ich da schon ein vorbereitetes Stück Holz rumtrollen. Da müssen wir uns jetzt erstmal den Streifen abschneiden. Den machen wir mal. Ja, wie breit machen wir den mal? 2,5 cm. Jetzt muss ich erstmal messen, welchen Durchmesser mein Bleistift hat. Und ich benutze da relativ weiche von Faber-Castell. Die kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr keine Minenbleistifte benutzen möchtet. Die sind echt super gut für eine Werkstatt. Vor allen Dingen, wenn ihr mit denen dann euer Holz markiert, wenn ihr mal zum Beispiel das schleift, dann drückt ihr dann die Holzfaser nicht so tief rein und ihr müsst nicht so lange schleifen. Ein richtiger Tipp. Was haben wir denn da? 7. Ja, 7 haut hin. Jetzt brauche ich erstmal hier in das Holz direkt ein Loch, um zu schauen. Ey, die macht aber komisch. Um zu schauen, ob der Durchmesser 7 passt. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt können wir das Teil auf die fertige Länge schneiden und anschließend das fertige Endloch bohren. Ich schneide mir jetzt hier von diesem Flachstahl 2 10 cm Stücke ab. Jetzt muss ich mir mal die Mitte und hier links und rechts 2 Punkte vom Flachstahl markieren. Es gibt eine wichtige Sache, die ihr beachten solltet, wenn ihr das Teil nachbaut. Und zwar dürft ihr die Löcher, die ihr jetzt bohrt, die müssen ein bisschen größer sein als der Schraubenaußendurchmesser, damit sich das daran nicht keilt und sowas wie ein Gelenk ist oder ein Drehpunkt. Und in meinem Fall sind das hier 4er Schrauben, deswegen bohre ich hier jetzt ein 4er Loch. Als nächstes senken wir die ganzen Bohrlöcher, denn die Schraubenköpfe müssen im Material verschwinden, dass wir dann nirgendwo aneinander stoßen. Und so sollte das Ganze aussehen. Und das machen wir jetzt bei allen Löchern. Nur wir müssen darauf achten, dass einmal die Senkung auf der Seite ist und hier ist die Senkung auf der anderen Seite. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr an eurer Holzbearbeitungsmaschine irgendwie was mit Metall macht, macht auf keinen Fall die Absauganlage ein, denn ihr möchtet ja nicht, dass die Funken hinten an eure Absaugung gesaugt werden. Jetzt kann ich die Teile mit Bremsenreiniger ein bisschen behandeln. So ist der Schleifstaub runter und das Fett ist runter. Dann kann ich es gleich nicht lackieren. Ich mache das Ganze mit schwarzem Sprühlack und ich habe einfach mal im Netz geschaut, dass ich da das günstigste finde. Und damit habe ich sehr viel schon lackiert, speziell Metall, hält einwandfrei und ich glaube, da kostet dann, kosten 6 Dosen 20 Euro. Das ist voll okay. So, die ganzen Teile habe ich jetzt fertig. Ich habe jetzt hier auch einfach noch 2 Walnussstreifen geschnitten. Und ich packe jetzt einfach eine Ladung Finish drauf. Dann ist das Holz auch ein bisschen geschützt und es sieht einfach schön aus. Übrigens, das ist mein eigenes Finish. Das gibt es wirklich bald auf meiner Webseite. Das ist lebensmittelecht. Und da könnt ihr dann auch Holzlöffel oder Schneidebretter mit einschmieren.
Einfach ein Kaumapass zurück. Jetzt müssen wir das Teil natürlich noch zusammenbauen und das ist relativ simpel. Dazu legen wir einfach hier unsere Metallteile auf die Klötze und richten die einfach an den Ecken aus. So, unser Mittelfinder ist jetzt fertig und sieht auch eigentlich ganz schick aus. Ich zeige euch jetzt, wie man den benutzt und wofür der dann so praktisch ist. Also wir haben hier zum Beispiel unser Brett, das möchten wir jetzt mit der Bandsäge auftrennen. Und dafür brauchen wir natürlich die Mittellinie. Und das war jetzt mit Meter, war das immer relativ nervig, hier die Mitte zu markieren und. Hier mit diesem Teil hier könnt ihr jetzt einfach diese beiden Backen beidrücken. Schaut, dass der Bleistift ein Stückchen unten rausschaut. Und könnt jetzt ganz einfach die Mitte markieren. Und wenn ihr es richtig genau haben möchtet, könnt ihr jetzt das Teil noch einmal rumdrehen und fährt noch einmal von der anderen Seite lang. Denn der Stift ist nicht hundertprozentig in der Mitte, ist aber auch nicht notwendig. Warum ist es nicht notwendig, dass das Teil hundertprozentig in der Mitte ist? Ihr schneidet es jetzt eh mit der Bandsäge auf und könnt es dann nochmal durch die Hobelmaschine führen. Und dann habt ihr eh so ein bisschen Spiel und deswegen muss das Ding hier nicht aufs Hundertstel genau sein. Jetzt haben wir das Ganze angezeichnet und das können wir an der Bandsäge jetzt zuschneiden. Und so konntet ihr jetzt ganz einfach euer Brett auftrennen und habt zwei dünnere Bretter. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich habe euch heute gezeigt, wie ihr euch diesen coolen, praktischen Mittelfinder selbst bauen könnt und wie man den benutzt und wofür der dann noch gut ist. Und vielleicht kanntest du das Teil ja schon vorher. Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin raus für heute und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.